Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video von uns. Irgendwie lockt uns das Frühlingswetter, zumindest die paar Minuten, die immer mal die Sonne scheint, immer wieder in den Garten. Deshalb gibt es heute so eine Mischung aus, das Wetter ist nicht so schön und der Papa mauert und das Wetter ist schön und ich mache was im Garten. Es ist wieder so eine Mischung von Video. Lasst euch überraschen, was euch in diesem kleinen Vlog erwartet. Viel Spaß damit! Wir stören hier meinen heiligen Sonntag. Dein heiligen Sonntag? Mein heiligen Sonntag. Nina muss ja arbeiten. Wenn du das nicht machst, muss ich das ja machen. Ich habe gedacht, hier ist mal ein bisschen was weiter. Ach, du, immer wenn du denkst. Kannst du auch mal ein paar Steine übereinander stellen. Ja? Das würde ich... Hat Carsten extra gesagt. Jetzt müssen wir mal ein bisschen triggern, ja? Carsten, mein Freund. Du triggerst den schon genug, indem du das Loch da nicht endlich aufmachst. Ja, und der hat dir geschrieben, du kannst auch mal ein paar Steine mauern. Ja? Ich hätte das schon lange fertig gemacht, wenn ich dann nicht auf jeden Fall Ärger mit meinem Lieblingsfarber bekommen würde. Wenn das ordentlich ist, kriegst du keinen Ärger. Ich habe noch nie gemauert. Eben. Ja. Das ist. Ja. Ich mach das Loch noch nicht rund. Erst wenn das hier alles andere so weit ist, dass ich. Ja? Ich habe ja eigentlich gestern, das habe ich dann aber wieder rausgenommen, habe ich gesagt, wenn wir 17.000 Abonnenten haben, dann nehmen wir das da raus. Aha, okay. Ja, aber ich habe das dann wieder rausgenommen, weil ich Carsten nicht triggern. So lange kann ich nicht warten. Ich wollte auch Carsten nicht triggern, so. Der wäre total ausgerastet, hätte lauter Fake-Accounts erstellt und uns dann abonniert. So, naja, gut. Gut, dann du mauerst jetzt. Ich mauere jetzt. Schön. So, kalt ist es. Ja, arschkalt. Wie mein Vater schon zu sagen. Das wollte ich doch jetzt sagen. Ach so. Also dir ist kalt oder was? Mir ist kalt. Ich habe da einen Tipp für dich. Ja und? Wie mein Vater schon zu sagen pflegte. Wie dein Opa. Du sagst das ja auch. Ach so. Arbeit ist die wärmste Jacke. Ja, dann mach er. Komm, zieh hier. Ich zitter. Das wird ja nicht schön hier. Das macht mir ja keinen Spaß. Es wundert mich jetzt, wo du so gerne mauerst. Ja, eben drum. Es wird richtig kacke, ne? Ja. Ja. Ich meine, ich kann es versuchen, aber ich habe noch weniger Ahnung als du. Ja, du kannst doch hier einfach hier so noch hochmauern, dann so einen Sturz rein und dann einfach drüber mauern, oder nicht? Ganz einfach, ne? Genau so ist der Plan. Naja, was ist da das Problem? Kein Problem. Es gibt keine Probleme, es gibt nur Lösungen. Ich habe nur keine Lust zu mauern, das ist das Problem. Ja, warum bist du dann hier? Weil ich ja vielleicht heute ein Loch in die Wand mache. Nee, mache ich nicht. Naja, das muss ja jemand machen. Du machst es ja nicht. Das naja, ich würde es ja machen, aber... Ich habe jetzt hier Monate gewartet. Ich dachte, es geht mal irgendwas weiter, aber nee, es geht nicht. Weißt du, wie mein Vater immer zu sagen pflegte, ich dachte. Ja. Ja? Ich dachte ist genau wie ich glaube. Ja. Okay. Und? Überhaupt nicht evidenzbasiert. Was willst du jetzt mir damit sagen? Na, wenn du denkst, heißt das ja noch lange nicht, dass es auch so kommt. Weil ich die Kraft meiner Gedanken noch nicht so richtig. Nee, aber da kann ich dich. Ich kann dir das beibringen, wenn du möchtest. Ja, ich muss mal mit Uri Geller reden. Nee, das brauchen wir auch nicht. Da brauchen wir keinen Uri Geller für. Das funktioniert auch so. So, jetzt hör, mach deine komische Kamera. Nee, mach ich nicht. Wir halten jetzt hier drauf, wie du. Ja, wenn wir dich schon beim Mauern sehen, dann. Noch mauere ich nicht. Noch stehst du da wie du. Beide Hände in der Tasche. Ich habe keine Hände in der Tasche. Ich habe eine Kamera in der Hand. Ja, aber meistens hast du deine Hände in der Tasche. Thank you.
wäre mein Schraubenzieher hier hintergefallen. Ja. Aber zum Glück haben wir ja jemanden, der immer auf meine blaue Wasserpumpenzange achtet, auf meine kleine blaue Wasserpumpenzange. Jetzt nehme ich die und versuche da den Schraubenzieher wieder rauszukriegen. Lass sie da nicht hinterfallen. Aber der Schraubenzieher ist hintergefallen. Nicht ernsthaft? Ja. Oh. Naja, gut. Also hilft die kleine blaue Wasserpumpenzange auch nicht. Ja, kannst du wegschmeißen. Kann ich nicht ran. Soll ich doch auch nicht? Vielleicht soll ich die dahinter verstecken, dann findet er die nie wieder. Ja, das ist eine gute Idee. Wo ist die kleine blaue Wasserpumpenzange? Genau, wenn ich die dahinter verstecke, dann ist sie weg. Ist sie weg. Ja. So, gut. Ja. Das ist die kleine blaue Wasserpumpenzange. Ach, scheiß drauf. So, liebe Leute, ich werde mal diese ganzen alten Bakalit-Sachen da abbauen und retten. Die kann man immer noch mal gebrauchen. Wenn man die heute nämlich kauft, sind die richtig teuer, diese Kabelhalter und sowas. Und so, wenn man so ein Loft-Style einrichtet, dann braucht man das ja alles, ja. Kann man heute nachkaufen, das kostet auch richtig Geld. Also wird ja noch neu hergestellt. Ja. Oh, ist unheimlich teuer. Und wir haben ja hier eine ganze Menge überall. Da hinten sind auch noch ein paar. Da ist noch was. Also das bauen wir alles ab und sichern das und retten das zum Wiederverwenden. Upcyclen. Ich muss heute meinen bäuerlichen Pflichten nachkommen und endlich mal hier die Sachen, das ist so explodiert, die Sachen, die ich neulich in die Anzuchtschale gepackt habe und dann ganz todesmutig neben die Heizung gestellt habe, die sind einfach explodiert und schon viel zu lang geworden. Ich glaube, den Brokkoli muss ich auf jeden Fall nochmal machen. Der ist nämlich innerhalb von 3 Tagen irgendwie geschossen wie bekloppt und fällt jetzt auch schon um. Die Zucchini sind auch auf jeden Fall dran, die fallen auch schon um, die muss ich jetzt immer umtopfen. Pikieren nennt man das, glaube ich. Ich zeige euch das mal. Ah, da seht ihr das Chaos. Also das hier ist der Brokkoli, ja. Ich glaube, den nehme ich als Sprossen irgendwie aufs Brot oder so. Den Blumenkohl kann ich noch retten, glaube ich. Und hier die Zucchini, die müssen auf jeden Fall jetzt mal einen ordentlichen Topf. Wenn ich die ein bisschen tiefer setzen. Ich habe nämlich Jutta gefragt, was ich da machen kann. Also bei denen hier, glaube ich, da suche ich mal die raus, die noch klein sind. Da sind auch ein paar dabei, die nicht ganz so schnell gekommen sind. Die hier werde ich wohl entsorgen, weil die kriege ich, glaube ich, nicht mehr ordentlich hin. Einfach zu lang und krümpelig. Genau, und bei den Zucchini, die werde ich auch ein bisschen tiefer setzen, ja, dass die dann hier noch schön Wurzeln bilden. Und Jutta hat gesagt, ich soll Erde nehmen. Und da ein bisschen Kokoserde dazwischen machen. Deshalb habe ich jetzt hier diese Kokosquelltabs aufgedröselt und darin gemacht. Und dann werde ich die jetzt mal umtopfen. Gucken, ob ich die noch gerettet kriege. Du denn da? Jutta hat gesagt, ich soll Kokoserde unter die andere Erde für das Gemüse machen. Was ist denn Kokoserde? Hast du jetzt Kokoserde gekauft? Nee, ich habe noch Kokosquelltabs hier gehabt und jetzt mische ich das. Was sind denn Kokos? Frag mich nicht, frag Jutta. Achso, okay, na gut, dann frage ich Jutta. Ich hab dir gesagt, und was willst du damit machen? Nee, ich muss meine Anzuchtsachen mal umtopfen in größere. Aha, okay. Und weil die alle so geschossen sind, weil die zu warm standen, hat Jutta gesagt, ich soll mal Kokoserde drunter machen. Ja.
Welchen Sinn das hat, weiß ich nicht. Musste ich Jutta fragen. Hättest du gleich mal fragen können. Man fragt doch gleich mal. Hättest du das erklären lassen können, dann hättest du das jetzt unseren Zuschauern erklären können. Ich bin niemand, der Dinge hinterfragt. Ich nehme einfach Informationen. Du lässt andere für dich denken. Ich lasse andere für mich denken und übernehme dann einfach deren Erfahrungen sozusagen. Ich frage aber nicht, warum. Das ist so. Da bist du gut in diesem Staat. Ich weiß. Ich passe mich langsam an, damit ich nicht noch mehr Probleme bekomme. Ach so, okay. Ja, na gut. So, wir gehen jetzt Mittagessen. Ja. Warum? Der Lieblingspapa ist so fleißig bei der Scheißkälte da draußen. Gibt's ja erstmal eine kleine Belohnung. Karottenkuchen von der Mama und ein schöner Tee. Und da schnüffelt schon ein Hund. Du kannst mal gleich wieder in dein Betty gehen. Für euch ist kein Kuchen da, nein. Geht mal ab ins Bett. Alle beide. Kuchen gibt es nur für die Menschen. Für Hunde gibt es keinen Kuchen. Nein. Was machst du denn da? Ich pikiere die Tomaten. Das sind die Tomaten? Ich habe schon eine Palette voll. Wer sollen die alle? Ich weiß es nicht. Mir tut das immer alles weh, die wegzuwerfen. Und das sind hier, das ist die Aussies, das ist die australische, die ist so geil. Ja, aber wenn du, wie viele Pflanzen willst denn du machen? Du brauchst ja nur drei Gewächshäuser. Nee, Heidi, ich baue keine drei Gewächshäuser mehr. Oh. Ja, ich weiß nicht. Die schmeiße ich dann halt weg jetzt. Ne? Schön pflanzen. Ja, hallo? Schade drum. Ja, was soll ich denn machen? Weiß ich nicht. Ich habe nicht so viel Platz. Verkaufen. Ja, verkaufen. Ja? Bezahlt doch keiner. Meinst du? Klar, die im Supermarkt kaufen sie auch Tomatenpflanzen. Mhm. Ja, ja. Ja. Verkaufst du? An wem? Weiß ich nicht. Ja. Du verschenkst das bloß immer alles. Ja, das stimmt. Also wir können nie reich werden, weil du immer alles verschenkst. Ich habe eben jetzt an Katrin gefragt. Ja. Wie viel? Ach ja, sie würde schon ein paar nehmen. Ja, siehst du. Und denke, naja, dann habe ich jetzt 10 Stück für sie. Hast du da eine große Bestellung da? Ich habe jetzt hier die Bestellung. Was kostet eine Tomatenpflanze im Baumarkt? 2 Euro? Nee, dafür kriegst du nicht mehr. Siehst du? 5, 6 Euro. Na bitte, wie viel hast du da Bestellung? 20, 12, 6, 10, doch schon fast 50. Ja,
Ich habe jetzt Bernd, kann noch welche kriegen. So, machst du 50 so eine Pflanze? Dann frage ich jetzt nochmal Jutta. Machst du 3 Euro pro Pflanze? Sind es 150 Euro, die du hier verschenkst? Ja, das wär nicht schlecht. Man macht ja Arbeit, ja. Naja, siehst du. Ist ja nicht so. Mal sehen, ich frage mal Jutta, ob die noch welche haben will. Aber die hat ja auch schon ausgesehen. Die hat ja eigentlich bestimmt auch genug. Ja. Naja, so ist so, deswegen sind wir arm, weil du alles verschenkst. Das sagt doch richtig. Na gut. Ja, ja. Ich mache jetzt Feierabend. Gut, mach das. Ja. Ich werde mal Jutta anrufen und fragen, ob sie welche braucht. Ja. Oder ob sie jemanden kennt, der welche braucht. Naja, der so welche kaufen will. So Jutta verkauft alles. Ja, so klein wollen die nicht haben. Nee, kannst du ja noch eine Weile laufen lassen. Ja, ich habe ja keinen Platz. Ich weiß ja nicht, wo ich die alle hinstellen soll. Das ist das Problem. Hm. So, die Bauaufsicht. Was macht die Bauaufsicht hier? So, nachdem ich jetzt 108 Tomatenpflanzen bei mir in der Wohnung habe, ist jetzt das Experiment, ich bringe die ins Gewächshaus, die sind hier noch über, ob ich die jetzt wegschmeiße oder vielleicht wird es ja was. Gewächshaus im Gewächshaus. Ach so. Und dann abends wieder Kerzen anmachen, damit die romantische Stimmung ist. Ja, ich muss jetzt ein bisschen gucken, wenn jetzt Frost kommt, muss ich Kerzen reinstellen. Ansonsten, ich meine, ich hätte die jetzt sowieso... Das ist dann sogenanntes Candlelight-Dinner für Schnecken. So, das ist hier der Rest. So. Es ist wundervolles Frühlingswetter, zumindest jetzt gerade im Moment. Der April, der macht, was er will. Deshalb werde ich jetzt mal die Chance nutzen und endlich was im Vorgarten machen. Das sah ja die letzten Jahre immer ziemlich chaotisch aus. Und dieses Jahr soll es endlich soweit sein, dass das auch mal ein bisschen von außen hübsch ist und nicht nur von innen und hier im Garten. Deshalb mache ich mich jetzt an den Vorgarten. Oh Mann, das war jetzt gerade was. Wie das so ist auf dem Dorf, ja, du kannst vorm Haus eigentlich nichts machen, ohne andauernd aufgehalten zu werden. Permanent kommt jemand und sagt, ja, hallo, guten Tag, und dann quatscht man eine Runde und so. Naja, ich habe das jetzt nicht alles gefilmt und ich habe festgestellt, dass ich euch auch gar keinen Zwischenstand mehr gezeigt habe. Deshalb müsst ihr jetzt noch ein bisschen warten, um zu sehen, wie es weitergeht im Vorgarten. Aber das Resultat seht ihr auf jeden Fall gleich noch. Und dann habe ich gesehen, dass die Krähen hatte sie freigelegt, sodass die ja schon rausgucken konnten. Und dann hat einer so ganz komisch gepiept. Hm? Was ist das? Warum das jetzt eben? Das Meerschweinchen. Nee, das war der. Das war einer von den Hasen. Ja. Und dann haben sie weiter gemacht. Dann habe ich gesehen, wie sie reingegangen ist. Dann hat ganz still gesessen. Haben die getitscht? Die hatten Hunger. Haben sie gerufen. Oh, wie süß. Ja, und dann hat sie, naja, die wollte ich ja vorne hinnehmen und alles, oder? Bin ich stumpf. Du sag mal, du, da machen die da in eine Ecke rein? Die machen nur eine Ecke. Das ist aber schön, wa? Eine Toilette haben die. Ja, das haben wir noch nicht gewusst. Hallo. Guck da mal in der Ecke, da hat er auch bloß eine Toilette. Ja. Da kannst du ja richtig schön damit im Sauber machen, ja? Ja. Jetzt schauen wir hier hin. Klauen wir dir die an. Dann bin ich rein. Oh, jetzt kommt sie. Jetzt guckt sie erstmal. Hm, das sind wir ja auch nicht schön. Nee. Oh, das sind die süß. Oh, wie niedlich. Oh, boah, sind die groß geworden. Oh,
Boah, sind die so schön grau. Das sind Zwillinge, die Ebene. Oh, die sehen ja hübsch aus, wa? Und ganz schwarz. Hast du so schöne Babys gemacht? Das hast du aber fein gemacht. Und guck mal, die bunten, alle mit weißen Ohren. Ja. Sind die nicht süß? Oh, was sind die süß? Die hat ja knorkelige Ohren. Die könnt, guck mal, könnt ihr gucken. Die könnt ihr gucken. Machst auf, die springen ja. Ja, ja, so doll aufpassen. Ah, hallo, mein Schatz. Oh, sind die süß. Sind die süß. Da könntest du doch den ganzen Tag mitspielen, oder? Ja. Und der hat hier heute Morgen rausgeguckt. Ja, ja. Der hat das mal geguckt. Der kleine Storz ungefähr. Ja. So ungefähr. Was? Mm. Was nun? Oh, sind die große Mama Mann, erstmal nein. Kommen? Nein. Ja, seine Seelen, seht ihr, ja? Seine Seelen. Die weißen Ohren. Na, guck, bloß der Schwarze hat schwarze Ohren. Ja. Alle anderen haben weiße Ohren, wie die Mama. Oh, wie süß die sind. Und das ja, Grau sieht auch edel aus. Ja. Ja. Was ist denn hier los? Bist du ein Mädchen? Habe ich dich geweckt? Habe ich dich geweckt? Oh, so. Süß. Oh. Ist doch süß, oder? Ja, ja. Süß. Der kleine hier, der hier ist mein Favorit. Oh, mit der weißen Blässe, ja. Ja. Guck hier, der ist auch hübsch, ja. Ja, die sind alle auch süß. Ja. Oh, süß. Ja. Der kann das schon gucken. Der kann schon gucken. Du weißt schon, was in der Welt los ist, ja? Hä? Haben die Augen schon auf? Ja, ja, das ist schön. Ja, ja, stimmt. Ja. Mhm. So, nun kommt er wieder rein zu eurer Mama. Die Mama guckt schon. Ja, die Mama guckt schon. Ne? Ach, Herrje. Da ist da nichts drin. Ach, Herrje. Keine da. Guck mal, hier sind sie. Schnell weg. Jetzt wird sie wahrscheinlich erstmal sofort reingehen. Und gucken. Ja, ja, alle durchzählen. Durchzählen. Hat sie hier so die Schnauze voll genommen, ja? Mhm. Alles hier wieder vollgestopft. So. Ungefähr. Ihr müsst da drin bleiben. Ja. Fand ich ganz süß. Ja, niedlich. Süß! Und was machen unsere Kükis? Ja, können wir auch gucken. Los, Küken gucken. Falls. Rupp. Ist das für die Hasen? Für die Kükchen. Ach, für die Kükchen. Vogelbeere. Die hatte ich vorhin schon mal rausgeschmissen, aber die wollten dann nicht draußen bleiben. Oder doch nie. Ach, guck mal, wie sie ankommen. Sind die süß. Niedlich, ne? Oh. Die sind auch so groß geworden. Oh, ja. Und die kriegen schon alle Fältchen, kriegen sie schon Federn. Siehst du das, Kleine? Ja. Ja. Oh, ist das niedlich. Bei den Zwergen geht das unwahrscheinlich schnell. Oh, das ist aber eine feine Mama, wa? Die sieht so gerupft aus. Ja, das ist aber nach dem... Naja, das ist ja auch anstrengend, ja. Ach, das hier kriegst du alles neu, ja. Das ist genauso, wenn wir nach der Entbindung sind, auch ganz schon fertig. Ja. Aber du siehst doch hier, das sind ja, neue Federn, ja? Ja, ja. Das ist ja noch Maus, aber jetzt auch noch. Ja. Naja, ich meine, sowas zerrt ja auch, ja. Die sitzen da ja Wochen, drei Wochen drauf, ja. Und fressen auch nur das Nötigste. Ja, mit den Enden ein. Jetzt siehst du sie ja. Ja, jetzt ist es ein bisschen heller, ja. Ja. Alles gut, Puppi. Ja. Die hat sich auch nicht gemuckst, da brauch dich nicht drüber stülpen. Die hat sich da hingesetzt, die hat sich hingesetzt. Und die geht gar nicht raus jetzt. Nee, die hat ja Futter und Wasser da drin. Ja. Aber zum Kacken geht sie raus, oder? Ja, unter dem Rücken. Achso, nee, da unten kommt sie nicht hin. Achso, okay. Das kratzt sich dann raus. Ja. Oh, guck mal, wie sie flitzen. Aber raus geht sie mit denen schon, ja? Nee, ich hab sie heute schon einmal rausgeschmissen. Hm? Und, aber hat nicht lange gedauert, war sie da drin. Ist ja immer doch noch zu kalt. Na, vielleicht gehen sie damit auch. Aber wenn sie das erstmal merken, dass sie da auch draußen sind. Oh, sind die süß. Na, die Bienenweißen oder die drei Weiße, das sind bestimmt diese Schabus. Diese schwarz-weißen Viecher, aber die kleinen Bären. Mhm. Ja. Und das andere sind hinterher, ja? Ja, ja. Die Tonne machen wir hinterher. Und ja, am Tag war ich ja nur noch aufs Licht, ja, dann bräuchte ich glaube ich auch nicht mehr. Die setzt sich ja dann nachher hin. Und dann krabbeln sie drunter, machen sie ja nachts auch bis um 8 Uhr immer an. Und dann gehen sie unter die Mama und dann ist sie. Ja, ja, okay. Ich sieh's.
Das war so geil, wie die dann zugucken und das dann nachmachen. Vor allen Dingen, die fangen ja auch schon an, so komisch zu schauen, ja? Ja, ja. Das ja, sieht ja auch so lustig aus, ja. Guck da, die Sehne. So, ihr Lieben, nach den Mauern ist vor den Mauern. Papa kommt gleich noch und will hier irgendwie weitermauern. Das da, denke ich mal. Und bevor der mir hier alles zumauert, werde ich mal noch die Steckdosen markieren. Das ist ja nur schon eine Weile her, dass ich das gemacht habe. Ich hoffe, ich habe die richtigen Plätze, aber ich werde jetzt hier einfach mal ein bisschen rumsprühen und sagen, da eine Steckdose, da fünf Steckdosen, da. Vorwärts. Immer rückwärts, nimmer oder so. So, irgendwo in diesem Chaos hier müssten auch noch diese pinkfarbenen Spraydosen sein, die wir damals benutzt haben, um die ganzen Steckdosen zu markieren. Wer sie zuerst gefunden hat, bitte einmal in die Kommentare schreiben. Ich glaube, ich sehe sie. Ha. Ist ja nur schon eine Weile her. Ich hoffe, die funktionieren noch. Hier, wo der Kuhfuß steht, kommen auf jeden Fall schon mal ordentlich welche hin. Man weiß ja immer nicht, was man da so alles hier brauchen könnte. Aber wir können auf jeden Fall mal, ich würde sagen, 4 Stück. Ja, 30 cm. Jetzt brauche ich noch einen Zollstock. Das ist natürlich wieder keiner. 30 cm vom Boden. Wir haben ja jetzt hier noch keinen Meterriss gemacht. Also von daher ist das ja relativ witzlos eigentlich. Ne? Aber naja, der Papa, der soll das machen, bevor es nachher wieder heißt. Ohne ihn würde hier gar nicht gehen. Machen wir das mal. 30 cm ist hier. So, mach ich hier so Unterkante oder was? Naja. Ich würde hier nochmal durchstreichen. Hier. Und eine machen wir hier. Also 4. Ja, gut. Hatten jetzt überlegt, hier irgendwie so eine Arbeitsplatte hinzumachen. Das heißt, da sollten auch ein paar Steckdosen hin, würde ich mal sagen. Und ich glaube, wenn ich schon dabei bin, mache ich hier auch nochmal 2 hin. Ich weiß jetzt zwar nicht wofür, aber ist immer ganz gut. Und da auf jeden Fall ein Lichtschalter und auch nochmal eine Steckdose, wenn wir schon dabei sind. Weiß mal hier so. So, mache ich da 2 Lichtschalter. Für außen die Lampe und für hier drin. Und nochmal 2 Steckdosen. Oder kann man? Ja, muss ja. Hier kommt eine Heizung hin. Naja, werden wir sehen, was der Papa dazu sagt. Heute ist Freitag, ich habe noch 2-3 Stunden Zeit und habe mir gedacht, ich werde heute mal da oben das fertig machen, damit ich das Mauern hier in der Schusterwerkstatt endlich hinter mir habe. Ich freue mich immer schon die ganze Woche darauf, dass ich mauern darf. Und wir hier endlich mal einen Schritt weiterkommen. Ja, das irgendwann muss ja mal fertig werden. Also, ich hau da jetzt ein paar Steine drauf und dann mache ich Feierabend für heute.
meine Rettung. Guten Morgen. Guten Morgen. Oh, was bringst du mir denn da Schönes mit? Zwei Stück. Zwei Stück? Und zwei Ackerlei. Oh, schön. Ja. Können wir mal reinfilmen hier. Oh, die sehen aber toll aus. Dann ist wenigstens schon mal was, was bei mir blöd und hübsch aussieht. Weil das ist der Rest von meinem Staudengarten. Was sie schick gekriegt hat? Ja. Ach, du meine Güte. Ja, eben. Und da habe ich so ein bisschen dumm geguckt. Ja. Dankeschön. Oh, wie süß. Oh, wie süß ist das denn? Dankeschön. Guck mal her, pass auf. Mal gucken, dass ich auch alles drauf habe. Ein Herz. Du willst mich wieder raus. Oh, ich liebe dich auch. Nee, da steht ja noch anders drauf. Ach, da steht was anderes drauf. Zusammen schaffen wir alles. Ja, das stimmt. Zusammenhalt ist wichtig. Genau. Oh, da müssen wir mal einen schönen Platz versuchen. Ja. Ich werde jetzt mal hier noch endlich die Balken weiß streichen, da oben, die da, die Dachbalken. Hat ja lange noch gedauert, vielleicht kriege ich es ja jetzt dieses Wochenende endlich fertig. Thank you.
So, Vorbau ist auch erstmal soweit fertig. Ja, da hinten den alten Balken da, den muss ich noch machen. Aber das heben wir uns dann für nächste Woche auf. Jetzt erstmal euch allen vielen Dank fürs Zuschauen. Falls ihr das noch nicht gemacht habt, dann natürlich wie immer meine kleine Erinnerung. Kanal abonnieren, gerne auch dem Video einen Daumen nach oben geben. Über eure Kommentare freuen wir uns natürlich auch ganz besonders. Und dann wünschen wir euch jetzt erstmal noch einen schönen Sonntag, eine ganz tolle Woche, hoffentlich mit viel Sonne. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.